Ja, liebe Kirmes- und Freizeitparkfreunde, ich bin hier bei der Firma Gerstlauer. Wie lange gibt es schon die Firma Gerstlauer? Uns gibt es schon seit 1982. Also Hubert Gerstlauer hat ja die Firma gegründet. Genau, damals noch als Gerstlauer Elektro GmbH. Hat dann hauptsächlich Steuerungen gemacht, auch ja, für andere Anlagen und Lichtleisten. Und dann haben wir irgendwann so unsere erste Achterbahn mit der gesenkten Sau gebaut. Also unsere erste Achterbahn, Bobsled Coaster. Eine wilde Maus, aber trotzdem halt viel mehr, weil wir nicht bloß die wilde Mauskurven fahren, sondern auch viele Kreisel und Bunnyhops und Camelbacks. Also, genau. Moment mal, gab es da nicht mal irgendwie was mit Wetten, dass? Richtig, war auch ein bisschen vor meiner Zeit vor der Firma Gerstlauer, aber genau, da ist ja einer mit den Inline-Skates runtergefahren und durfte, glaube ich, ja, ein Wasserglas oder ein Bierglas nicht verschütten, irgend sowas. So, die letzten Achterbahnen von euch waren? Genau, dieses Jahr ist auch hinter uns, das zum Beispiel Hangtime, das ist ein Infinity-Coaster, der wurde in Kalifornien eröffnet. Dann haben wir auch wieder Bobsled Coaster, also die gleichen, sage ich mal, wie in Triss Drill, bloß halt jetzt mit neuen Layouts in Walibi, Belgien. Tiki Waka war das. Dann im Jardin d'Acclimation, das ist ein Park mitten in Paris, also 2 Kilometer oder so vom Eiffelturm weg. Schöner Stadtpark, auch sehr schöne Anlage geworden. Genau, das haben wir letztes Jahr alles eröffnet. Dann muss ich kurz drüber nachdenken, was wir noch so alles haben. Genau, ein Eurofighter dann für, also 2 Stück. Einer war in Oaks Amusement Park in Portland, in Oregon. Dann noch einer in Darien Lake. Genau, den hatten wir noch. War noch ein paar Anlagen, aber das sind so an Achterbahnmäßig. Ihr habt mit Lichtleisten angefangen und ihr seid jetzt eine, kann man schon sagen, weltführende Firma oder mit einer der weltführenden Firmen in der Branche, oder? Ja, also wir haben genug zu tun, wir beschweren uns nicht. Wir haben jedes Jahr liefern wir so um die 10 Anlagen. Es ist ja Wahnsinn, was ihr inzwischen macht, ne? Ja, danke. Also wir haben jetzt, genau, 2012 war ja Carajo dann, oder 2013, also 2012 wurde es geplant, 2013 glaube ich eröffnet, war dann die 50. Achterbahn. Mittlerweile sind wir schon so irgendwo bei 90 Achterbahnen, die ja von uns im Betrieb sind, auf der ganzen Welt, auf jedem Kontinent. Das ist auch sehr schön für uns. Ja, doch, ist einiges da, ja. Wie geht es eigentlich weiter in der Zukunft? Gibt es da mehr diese, wie nennt sich das hier nochmal? Schoßbügel. Also Schoßbügel oder hier mit, diese älteren Systeme? Ich sage mal, es kommt irgendwie auf die Kunden an. Also es gibt Kunden, die möchten das System, die anderen möchten ein anderes System. Also das ist nicht so, dass es irgendwie so einen Trend gibt? Nee, es gibt auch immer noch Parks, die einen Schulterbügel möchten und dann können wir das auch. Ist das eigentlich auch so, dass manche so den Aberglauben haben, dass es sicherer, wenn man hier oben gesichert ist? Also die Bügel an sich sind ja, es gibt ja verschiedene Kategorien in der Norm. Das ist ein Kategorie 5 Bügel, der ist doppelt verriegelt und auch konstruktiv redundant. Und von daher, also hat er die gleichen Anforderungen wie ein Schulterbügel, hat auch dieser Schoßbügel dann, ja. Was für Achterbahntypen habt ihr? Also alles von den Familienachterbahnen, das ist zum Beispiel ja, der Bobsled Coaster, wie gesagt. Dann haben wir den Family Coaster, was jetzt ein Zug ist. Ein Spinning Coaster mit einem Drehgondelfahrzeug. Besonders halt da, dass die Leute quasi sich gegenüber sitzen und nicht Rücken an Rücken wie bei anderen, sodass man wirklich für die ganze Familie so ein Erlebnis hat. Dann die großen Anlagen ist halt klar der Eurofighter. Den gibt es ja mit dem Senkrechtlift, aber auch mit Lounge oder beides zusammen, wie hier in der einen Anlage. Und der Infinity Coaster dann auch wieder mit Senkrechtlift oder Schräglift oder Lounge und auch kombinierbar alles. Das sind so unsere Hauptachterbahntypen, sag ich mal. Wie wird das eigentlich konstruiert? Das müssen ja schlaue Köpfe sein. Da sind wir ja auch, ne? Ja, also wir haben ja auch mit der Firma Stengel zusammen viel. Die haben ja sehr, sehr viel Erfahrung und da profitieren wir natürlich auch davon. Fahrzeugkonstruktion haben wir auch erfahrene Ingenieure, die schon viele Fahrzeuge gemacht haben und ja, es wird viel gerechnet und auch viel nachgewiesen und auch viel konstruiert und ja, man muss viel nachdenken. Wie lange dauert das so, so eine Achterbahn zu konstruieren? Das kommt auch wieder ganz drauf an, wie lang und wie groß die Achterbahn ist, aber sag ich mal, beginnen von einem Jahr bis zu 2, je nachdem wie komplex es ist. Ja. Und wie lange dauert eigentlich so ein Aufbau? Wenn wir jetzt mitrechnen, mit Fundament und alles machen, dann
sicherlich auch, ja, 4-5 Monate, sonst die Achterbahn an sich kann man auch teilweise in einem Monat den Stahlbau dann aufstellen. Also ist eigentlich abhängig davon, wie das auch mit der Thematisierung passt, ne? Ja, und auch wie das Gelände ist, ob es ja, jetzt am Hang ist, dann ist es natürlich auch schwieriger, als wenn es eine gerade Fläche ist, wo man überall gut rankommt. Da gibt es durchaus Herausforderungen, ja. Aber das kann man meistern. Was halten Sie von VR-Rides? Ja, hat sicherlich seine Berechtigung. Ich bin jetzt nicht so der Freund davon, weil ich einfach denke, man baut eine Achterbahn, die so schön hoch ist und man kann so viel sehen und dann habe ich da diese Brille auf und bin dann irgendwie in einer anderen Welt. Das kann ich auch in einem Simulator. Ich weiß nicht, ob ich da dafür so eine tolle Achterbahn bauen muss. Habt ihr auch noch Fahrgeschäfte? Genau, wir haben auch noch Rundfahrgeschäfte. Also zum Beispiel den Sky Fly und den Sky Roller und den Sky Racer. Genau, das ist ja die Serie mit, wo man so im Einzelsitz sitzt, mit Flügeln nebendran und aufgrund von der Aerodynamik dann Überschläge machen kann. Ja. Also ich krieg das nicht hin mit den Loopings. Okay, da muss man, ja, es ist halt, weil es kein Motor ist, man muss wirklich das physikalisch steuern, indem man die Flügel richtig anstellt zum richtigen Zeitpunkt. Können Sie mir vielleicht mal einen Tipp geben? Ja, im Prinzip Flügel gegenläufig einstellen und dann, wenn es in die eine Richtung geht, dann umkehren und wenn es in die andere Richtung geht, wieder umkehren, ja, dann soll es klappen. Ihr hattet auch ursprünglich mal Kirmesattraktionen, ne? Weniger eigentlich. Also wir haben zwei Riesenräder ja gebaut, die transportabel sind, aber sonst... Moment, der Parcours, ist der nicht auch von Gerstlauer? Der Parcours ist ja ein Umbau, sage ich mal. Das war ja auch ein Schwarzkopf-Geschäft, beziehungsweise Wieland-Schwarzkopf. Der Absoluter war das ja früher. Genau, und den haben wir umgebaut auf die Suspended-Gondeln. Ihr habt doch irgendwas mit der Firma Schwarzkopf zu tun, oder? Insofern, dass der Hubert ja bei Schwarzkopf gearbeitet hat, genau da er auch Elektrikermeister war. Dann, wir sind auch im gleichen Gelände wie die Firma Schwarzkopf, aber sonst sind wir eigentlich eine eigenständige Firma jetzt. Also Schwarzkopf ist ja auch ein Begriff für Qualität, ne? Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr innovativer, der auch wirklich ja mit der ersten Stahlachterbahn 1964, auch zusammen mit Werner Stengel, ja, was Tolles geleistet hat. Also diese Skyflyer, die sind auch richtig cool, ne? Ne, das freut mich. Also, doch, wir haben jetzt ja auch noch hier, wo wir sehen, den Sky Racer. Das ist so die kleine Version mit 10 Sitzplätzen, die sich auch dreht. Ja, ist auch ein schönes Fahrgeschäft, ist nicht ganz so hoch und können auch dann kleine Kinder mitfahren, auch wenn die vielleicht noch nicht überschlagen. Und ist der jetzt neu? Der wurde in Tivoli Freheden eröffnet, ist auch schon, wurde letztes Jahr eröffnet. Aber ist auch, ja... so eine kleine Version von dem Skyfly, Skyroller. Wer hat eigentlich diese tollen Ideen? Wir, teils, teils. Also das ist, der Hubert hat, Hubert Gerstlauer hat viele Ideen, natürlich auch der Siegfried, ich habe auch Ideen und auch unsere Mitarbeiter, ich meine, das macht uns auch aus, von daher, ja. Also ich bin ja viel unterwegs. Und es gibt viele Leute, die bauen zum Beispiel Freefall Tower und alles Mögliche. Und die konstruieren sowas. Aber die wollen da selber gar nicht drauf gehen. Wie ist denn das bei Ihnen? Doch, also ich fahre alles. Ich ja, setze mich auf alles drauf. Ich habe da kein Problem. Es macht da auch Spaß. Also das finde ich toll. Danke, ja. Also ich finde immer, wenn man irgendwie was präsentiert, sollte man das selber auch irgendwie hinterstehen oder denke ich, oder? Doch, das sehe ich auch so. Also... Und wie gesagt, es macht auch Spaß, auch wenn man dann ja, mit anderen drauf ist und sieht, dass sie auch Spaß haben, dann freut man sich natürlich auch. Gibt es eigentlich Informationen irgendwie von eurer Firma für Interessierte? Irgendwie eine Internetseite, wo so Neuheiten präsentiert werden? Also gut, klar, wir haben unsere Internetseite www.gerstlauer-rides.de. Da gibt es schon viele Infos, auch von unseren Anlagen. Oder Achterbahnen und Fahrgeschäften, ja, die schon im Betrieb sind. Bei neuen Anlagen, ja, wir verkaufen die ja an Parks und meistens, oder eigentlich hat auch der Park dann das Recht, das immer dann zu sagen, dass er jetzt eine Achterbahn von uns verkauft. Und da wird es dann schwierig, über neue Anlagen schon so viel zu reden. Was halten Sie eigentlich von YouTube-Bloggern, Kirmes-Fans und Freizeitpark-Freaks? Also ich finde das super, wenn man so ein Hobby hat und dann auch das da mit anderen teilen kann und Leute sind begeistert davon, also es gibt doch nichts Schöneres, wenn man ja sein Hobby dann auch irgendwie
ja, mit anderen teilen kann, dass sich andere daran erfreuen und finde ich super. Ja, dann vielen Dank für die netten Einblicke und war ja jetzt so eine lockere Runde hier, ein bisschen unüblich vielleicht und ja, ich bedanke mich halt, ne, für ja, das Gespräch. Also auch vielen, vielen Dank von meiner Seite. Ja, war eine nette Runde und dann viel Spaß auf der Messe noch. Mal sehen, was noch so alles Interessantes da ist. Dankeschön. Kein Geschehen.